Guten Abend und herzlich willkommen beim Talk im Hangar 7. Schon Monate vor der US-Wahl beherrscht Donald Trump wieder die Schlagzeilen und in Europa wächst die Angst. Was kommt, wenn Trump wiederkommt? Stehen wir vor einer neuen Weltordnung? Braucht die EU vielleicht sogar eigene Atomwaffen? Oder beendet Trump den Krieg in der Ukraine? Und ist der greise Joe Biden tatsächlich die bessere Alternative? Trump hat zwar schlechte Manieren, aber er treibt Dinge voran. Das sagt die Politstrategin Antje Hermenau. Sie traut Trump zu, mit Russlands Präsident Wladimir Putin zu einer Verhandlungslösung zu kommen und ist überzeugt, was Europa jetzt am dringendsten braucht, ist Frieden. Er war lange Jahre ORF-Chefkorrespondent in Washington D.C. Hanno Settele warnt vor einem drohenden Niedergang der Demokratie in den USA. Das Land stehe heute schwächer da als vor Trumps erster Amtszeit, sagt er, und komme Trump wieder an die Macht, gehe es weiter bergab. Der Publizist und Medienunternehmer Roger Köppel kritisiert den harschen Umgang der europäischen Medien mit dem ehemaligen US-Präsidenten. Die Befürchtungen teilt er nicht. Im Gegenteil, für ihn könnte Trump sogar Europas letzte Hoffnung sein. Und ich begrüße den USA-Experten und Autor Josef Bramel. Europa müsse jetzt dringend aufrüsten, fordert er. Denn egal, ob Biden im Weißen Haus bleibt oder Trump wieder dort einzieht, Amerika wende sich von Europa ab. Und dann werde Russland zu unserem Problem. Herr Settele, vor der US-Wahl 2016, also bevor Donald Trump zum ersten Mal zum Präsidenten der Vereinigten Staaten gewählt wurde, haben Sie eine Wette abgeschlossen und diese auch verloren. Ja. Auf wen würden Sie heute setzen? Auf den Amtsinhaber Joe Biden oder diesmal doch auf Donald Trump? Da möchte ich mit einem Spruch antworten, der Einstein fälschlicherweise zugeschrieben wird. Wer immer wieder das Gleiche tut und dann andere Ergebnisse erwartet, ist die Definition des Wahnsinns. Mhm. Also ich würde keine Wetten mehr annehmen. Es waren damals 10 Euro und ich habe am Wahltag noch, und da sieht man, wie völlig losgelöst ich war, und als einer von vielen, eine Quote von 1:3 angeboten. Also der Kollege hat dann Die Gier, ne? Die Gier ist eine hohe Quote. Und der Kollege hat dann 30 Euro bekommen, aber ich habe meine Lehren daraus gezogen. 30 Euro waren schmerzhaft, aber es ist dann eine längere Zeit begonnen, wo ich darüber nachgedacht habe, wie das überhaupt möglich war, dass ich da, nachdem ich 10 Jahre drüben war, 11 eigentlich, so das dann, nicht gesehen habe. So aber Sie sagen, Sie würden heute keine Wetten mehr eingehen, aber was finden Sie wahrscheinlicher? Es ist noch Zeit bis zur Wahl. Ich glaube, dass ein Thema, das wir auch noch besprechen werden, nämlich dass aus dem Weißen Haus ein Greisenhaus wird, dass das neben all den weltpolitischen Dingen und amerikanischer Innenpolitik noch ein Riesenthema wird. Wenn also Joe Biden noch weiterhin, jetzt wo die Aufmerksamkeit so groß sein wird, sich solche Fehler, Lapsen leistet, dann glaube ich, dass es schwierig wird. Wir werden ja auch darauf noch ein bisschen genauer eingehen. Sie waren bis 2012 ORF-Chefkorrespondent in Washington, sind aber dem Land verbunden geblieben, geht nicht anders und kommen auch gerade jetzt aus New York zurück. Das ist ja eher eine traditionelle, man sagt, dass in New York ist ja nicht Amerika, jedenfalls ist es traditionell eher eine Hochburg der Demokraten. Wie ist die Stimmung? Also das, was ich gesehen habe, beim Wort Trump schon, ganz viele Leute wenden sich einfach ab, weil sie werden immer das Gleiche gefragt. Genau das, was Sie jetzt mich gefragt haben, ja. Wer wird Präsident? Und aber wenden Sie sich ab, weil Sie nicht drüber reden wollen, ja, oder weil Sie schon aufgegeben haben? Ich glaube eher, weil Sie nicht mehr drüber reden wollen, weil natürlich ein gewisses Frustrationslevel auch bei vielen da ist, dass es möglich ist, dass der Mann, der seit 4 Jahren sagt, man habe ihm die Wahl gestohlen, jetzt doch wieder Chancen hat, echte Chancen hat, amerikanischer Präsident zu werden. Also ich orte in den harmlosen Gesprächen, die ich da jetzt geführt habe, 10 Tage lang, eine große Frustration schon dem Reden gegenüber. Mhm. Frau Hermenau, überrascht Sie eigentlich, dass Donald Trump jetzt wieder da ist und so große Chancen hat, wenn man den Umfragen glaubt? Nein, das überrascht mich nicht. Also die Spaltung in der Bevölkerung, die in den USA schon seit 10 oder 12 Jahren diskutiert wird, die wir in Europa in einigen Ländern ja auch beobachten, ähnlich eigentlich, die war ja schon eher da, bevor Donald Trump das erste Mal versuchte, Präsident zu werden, auch Präsident geworden ist. Es überrascht mich nicht. Er hat die ganzen Jahre lang, wo Joe Biden Präsident jetzt gewesen ist, versucht, irgendwie deutlich zu machen, dass er eigentlich der beste Präsident wäre. Also er hat ja nicht hinter der Kulisse gehalten, kann man ja nicht sagen. Und ich glaube auch, dass er wirklich von denen, die jetzt das Ruder in Washington führen, als eine Bedrohung wahrgenommen wird, weil ich vermute, dass er die Verwaltung gründlich umgestalten wird. Und dann wird es vielleicht auch ein paar andere Prioritäten geben. Sie sprechen nicht im Konjunktiv, das heißt, Sie rechnen damit, dass er auch tatsächlich Präsident wird. Also ich gebe dem 70% Chance, dass er das schafft wieder, ne? Weil die
die Bilanz von Joe Biden innenpolitisch ist kompliziert. Sie ist komplizierter geworden dadurch, dass es jetzt über den Gouverneur von Texas diese Diskussion über die Migration aus Lateinamerika gegeben hat, über die Grenze. Es ist schwieriger geworden, weil auch dort die Preise steigen und die Inflation da ist. Sie ist nicht ganz so schlimm wie hier, aber sie ist da. Er muss jetzt gucken, wie er dann eben die Preise im Land niedrig hält. Wir haben eine da vor sich hin blubbernde Immobilienblase, die auch platzen könnte. Also es gibt genug zu tun im Inland sozusagen. Aus innenpolitischen Gründen. Ja. Herr Brammel, Trump hatte nur mehr eine innerparteiliche Rivalin, alle anderen sind schon ausgestiegen. Also Nikki Haley, aber auch die ist eigentlich bei allen bisherigen Vorwahlen doch sehr deutlich abgeschlagen hinter Trump. Hat die noch irgendeine Chance? Ich denke, wenn sie South Carolina in 2 Wochen verliert, dann ist die Messe gelesen und der wird sie deklassieren. Mhm. Also die macht sich warm als Vize. Der hat sie gedemütigt, aber die ist hart im Nehmen. Die war ja schon mal UN-Botschafterin und kann einstecken. Nicht so wie die Männer, die da rausgeholt sind, einer nach dem anderen. Also die ist hart im Nehmen. Aber Sie glauben, dass sie dann, wenn sie das verliert, auch rausgeht? Sie wird wohl mit aufs Ticket wollen. Und wenn er schlau ist, nimmt er die mit drauf. Und dann wird es noch schwieriger für Biden. Ich glaube, dann hat er noch größere Schwierigkeiten, weil dieses Ticket, da würde ich nicht 70-30 sagen, sondern 80-20. Mhm. Herr Köppel, in den Medien wird vor einer Rückkehr Trumps gewarnt. Jetzt könnte man sagen, in den europäischen Medien noch mehr, als vielleicht sogar in den amerikanischen. Die Ära Trump II, die würde noch gefährlicher werden, heißt es. Und Europa brauche so etwas wie einen Notfallplan. Worauf muss man sich denn gefasst machen? Wir waren auf den Untergang des Abendlandes. Nein, ich staune also über diese Schlagzeilen. Ich meine, wir haben das ja schon gesehen vor der ersten Wahl. Da sind ja die unglaublichsten Szenarien heraufbeschworen worden. Nicht wahr, was mit Trump alles dann schiefgehen würde und wie schlimm das sei. Und dann hat man ja diese 4 Jahre gehabt. Und ich erinnere mich einfach an diese 4 Jahre, an eine Zeit, als eine Zeit, in dem man sich eigentlich am meisten über gewisse Tweets eines amerikanischen Präsidenten, nämlich jene von Donald Trump, aufregte. Und wenn ich mir die heutige Zeit betrachte, würde ich sagen, ich sehne mich zurück nach einer Zeit, wo unser größtes Problem angeblich die Tweets des amerikanischen Präsidenten waren. Nein, da wird natürlich massiv, meines Erachtens, übertrieben. Ich glaube auch diese Hysterie, es ist ja geradezu eine Hysterie, die ich da zu sehen glaube, ist auch etwas entlarvend, jetzt im Sinne der Medien, aber auch gewisse politische Akteure, die so die Kontenance verlieren. Sie würden sagen, es gibt keine Grundlage dafür, weil Sie sagen, die 4 Jahre Trump waren eigentlich für die Vereinigten Staaten gute Jahre. Ja, also nicht nur für die Vereinigten Staaten. Ich würde insgesamt sagen, dass selbst Trump-Kritiker, interessant wie der amerikanische Pulitzer-Preisträger Brad Stevens, der vom Wall Street Journal zu New York Times gewechselt hat. Er hat jetzt einen aufsehenerregenden Artikel geschrieben unter dem Titel Plädoyer für Donald Trump von einem, der nicht möchte, dass er gewinnt. Also selbst im Lager der Kritiker scheint sich jetzt da doch eine gewisse Sachlichkeit wieder anzubahnen, weil die ganze Kritik ist da entgrenzt. Und sie ist meines Erachtens auch eine Unterschätzung der Vereinigten Staaten von Amerika, so als ob da einfach ein Mensch kommen könnte und diesen Staat über den Haufen werfen. Da, glaube ich, unterschätzt man die extreme Stabilität der amerikanischen Institutionen und auch, ich sage jetzt mal, die Weisheit des amerikanischen Wählers. In diesem Trump-Bashing schwingt ja auch immer die Verachtung gegenüber den sogenannten einfachen Leuten mit, die ihn da wählen. Und das ist jetzt aus demokratischer Sicht, aus schweizerischer Sicht sowieso ein sehr schlechter Impuls, wenn man da sich an den Wählern gleichsam die Schuhe abputzt. Man muss sich die Frage ernsthaft stellen, warum finden so viele Amerikaner, nach allem, was passiert ist, nach allem, was geschrieben wurde, Trump aktuell immer noch eine höchst valable Alternative fürs Weiße Haus? Das muss man ernst nehmen und nicht verdammen. Herr Zettele, 2 Fragen. Die erste, warum? Die Warum-Frage würde ich gerne von Ihnen auch beantwortet haben. Aber zuerst noch, wenn ich den Roger Köppel richtig verstanden habe, sind Sie ein Hysteriker? Ja, das lasse ich Herrn Köppel gerne über mich sagen. Es ist halt genauso falsch wie das meiste, was Donald Trump über sich behauptet, aber das macht nichts. Die Frage nach dem Warum, wenn ich die beantworten könnte, würde ich... Weil Sie, die Frage nach dem Warum, die konnten Sie ja 2016 auch nicht beantworten, weil Sie haben sich dann ja auch total gewundert, dass das möglich war. Haben Sie dann die Warum-Frage
in der Zeit danach beantwortet? In der Zeit danach habe ich sie für mich beantwortet. Aber wenn ich richtig verstanden habe, geht jetzt die Frage nach, warum könnte jetzt Donald Trump wieder Präsident werden? Wenn ich die Frage wirklich schlüssig beantworten könnte, würde ich einen Pulitzerpreis bekommen oder jeder von den fünf, die hier sitzen. Ich habe mit Leuten auch gesprochen, die bei den Vorwahlen jetzt waren. Unser Korrespondent, der Thomas Langbaul, der meiner Meinung nach super Arbeit dort macht, der war in Iowa und war bei einer Farmerfamilie. Die Gastfreundschaft im Mittleren Westen ist berühmt. Alles war bestens, alles war super. Und dann kam das Thema Trump. Und ihm ist gesagt worden, ja, das ist halt der Einzige, der sich um uns, die kleinen Menschen, kümmert. Und dann wurde die Diskussion gefragt, ja, was habt ihr denn da als Beispiel? Was hat er denn getan für euch? Dann kam, ja, wir sind politisch nicht so wahnsinnig interessiert. He will make America great again. Und das ist ja immer meine Frage an Trump-Anhänger oder an Personen, die mit Trump gut harmonieren. Das war doch das Hauptversprechen. MAGA, Make America Great Again. Ist das passiert? Steht Amerika heute greater da oder nach Trump als davor? Das verneine ich für mich. Sie auch? Vielleicht ein Deutungsangebot. Ich habe auch eine Wette abgeschlossen. 3 Jahre vorher ein Buch drüber geschrieben. Trumps Amerika auf Kosten der Freiheit. Also, ich habe keinen Pulitzerpreis gekriegt, aber das Buch hat sich gut verkauft. Ja, das ist noch wichtiger. Ja, klar. Also, alle Blank, Qualität setzt sich nicht durch, wissen Sie ja. Meine Überlegung war, als ich das Buch anzuschreiben habe, begonnen, warum sind die Amerikaner so unzufrieden? Hat einer von 8 haben mir gesagt, dieses System ist gegen uns. Nicht nur die Politik, dass die Amerikaner die Politik nicht zu schätzen, wissen wir alle, aber dass die Wirtschaftseliten, dass die angeblich jetzt nicht mehr im amerikanischen Interesse sind. Da, was sind wir denn da hier? Die Chinesen feiern ihre Unternehmer. 80% haben in der gleichen Umfrage ihre Unternehmer gefeiert, genauso die Inder. Und die Amerikaner wollten da nichts mehr von denen hören. Und dachte mir, da knirscht's. Da muss man nachgehen. Und Trump hat es erkannt, dass da wirklich dieses ganze System diskreditiert ist. Und er hat gesagt, Leute, ihr habt recht. Ist alles gekauft, aber ich habe so viel Geld, mich kann keiner kaufen. Das hat er eben auch deutlich gemacht. Vielleicht hat er auch deswegen seine Steuerunterlagen nicht rausgerückt. Ja, während andere wie Low Energy Jeb Bush, der als sichere Bank galt, schon 100 Millionen sammelte, da bei den Koch-Brüdern da rumtanzte, um Geld zu betteln, hat er gesagt, ich hänge nicht an den Strippen von denen. Ich bin euer Robin Hood, der dieses System dann auseinandernimmt. Ich bin die Handgranate, mit der ihr dieses System auseinandernehmen könnt, der die Verwaltung auseinandernimmt. Und genau das hat er gemacht. Da werden sich jetzt aber 2 Fragen daran anschließen. Nämlich erstens dieses Sentiment der Bevölkerung, die gesagt haben, da macht niemand mehr was für uns. Nicht nur die Politik, sondern auch sagen Big Business. Ist da was dran gewesen? Und zweitens, als er dann Präsident wurde, und das war die Frage von Herrn Settele, ist MAGA, also Make America Great Again, ist davon was erfüllt worden? Oder? Da war was dran. Ich meine, das Land war fix und fertig nach 2007, 2008, nach der Wirtschafts- und Finanzkrise. Nachdem die Banken rausgehauen wurden, bis auf eine, die waren zu groß, um fallen zu lassen, sind die anderen ihrem Schicksal überlassen worden. Drogen, was da Drogentote waren und Selbstmorde. Und die sich heute das Hirn noch nicht mit Drogen rausgenommen hatten oder rausgeschossen hatten, die haben heute dann Trump gewählt. Früher hieß es, wenn einer nichts hat, keine Bildung hat und kein Geld hat, dann wählt er sowieso nicht der Depp. Um die brauchen wir uns nicht zu kümmern. Und Trump hat es erkannt. Er hat gewusst, wie er die animiert. Aber es sind eben nicht nur die abgehängten, sondern auch andere, und da müssen wir jetzt an die obere Skala gehen, die nicht wollen, dass der Staat reguliert oder besteuert. Und die haben ihm nämlich auch einen Haufen Geld gegeben und die hat er auch nicht enttäuscht in der ersten Amtszeit. Also ich glaube, dass auch viele Durchschnittsamerikaner einfach nur davon beeindruckt sind, dass da mal jemand nicht mit dem Florett unterwegs ist und das für intellektuell hält, sondern dass er am Zweihänder ausgebildet ist und auch mal ordentlich austeilt, wenn einer frech wird. Also ich glaube, das ist noch eine Mentalitätsfrage. Und das bildet Trump in seiner Person und auch mit, wie ich persönlich erfinden würde, mangelhaften Manieren aus. Ne? Das hat Hillary Clinton noch bestärkt, indem sie auf seine Wähler herabgeschaut hat. In der Tat. Ihr Haufen Gottserbärmlicher. Ich meine, so hilfst du
dem Gegner stark passiert, zu machen. Das sagt Roger Köppel, das passiert ja gerade auch wieder, dass man einfach sagt, die Leute, die den Trump überhaupt in Erwägung ziehen, den zu wählen, die haben ohnehin irgendwie Probleme. Ich muss natürlich präzisieren hier, ich habe noch nicht gesagt, dass der Herr Settele ein Hysteriker sei. Vielleicht sage ich es am Ende der Sendung, bis jetzt habe ich noch keinen Anlass, das zu diagnostizieren. Aber es ist eben interessant, das hat mich jetzt auch jahrelang beschäftigt, was eigentlich an Trump diesen extremen Affekt auslöst. Und ich glaube, das ist, hat schon damit zu tun, ich habe ihn mal beschrieben in einem Artikel in der Weltwoche, habe ich mal gesagt, Trump ist sozusagen die unverdünnte Form des reinen Amerikaners. Also da schwingt natürlich immer auch ein bisschen Schlangenölverkäufer mit, Muhammad Ali, I am the greatest, aber vielleicht ohne Selbstironie oder nicht so schwer zu erkennbar. Er ist an sich ein krasser Typus des Amerikaners. Und wir Europäer haben natürlich manchmal etwas Mühe, wenn uns sozusagen diese ungefilterte Form des Amerikanismus entgegentritt. Und auch viele Amerikaner, da gebe ich Ihnen recht, haben auch Mühe mit diesem Anblick. Aber wenn ich einfach diese Jahre noch mal anschaue, und ich habe mit vielen Schweizer Unternehmern auch gesprochen, die in Amerika tätig waren, und die haben mir bestätigt, in der Zeit von Trump sind Steuern gesenkt worden, sind Regulierungen vermindert worden, war es einfacher, Business zu machen. Er hat erkannt, und das ist natürlich ein ganz großes Tabuthema, damals noch mehr gewesen als heute, die Problematik einer unkontrollierten Migration. Und ich meine, solange man sich an Trump abarbeitet und an seinen angeblichen oder tatsächlichen Charakterdefiziten, dann verkennt man eben die realen Probleme, aber auch die Leistungen, die mit seiner Präsidentschaft verbunden sind. Und wenn ich von Problemen spreche, dann meine ich allen voran natürlich diese Migrationsthematik. Und schauen wir jetzt an die amerikanische Südgrenze. Da sagen mir auch Leute, die nicht für Trump sind. Das ist der nackte Wahnsinn, was dort passiert, ist außer Kontrolle. Das geht so nicht. Und wenn Sie dann gleichzeitig eine Regierung haben, die hochoffiziell faktisch für dement erklärt wird von einem Gerichtsgutachten, dann müssen Sie sich als Amerikaner schon losfragen, was ist hier eigentlich los in dieser politischen Elite? Was habt ihr da für ein Durcheinander? Aber das ist auch international. Das ist auch die Frage. Also er hat keine neuen Kriege angefangen. Andere Präsidenten vor und nach ihm sind irgendwie in Kriege wieder reingestellt oder haben sie mit nach vorne geschoben. Unter ihm war auch öfter dieses Gespräch, wir bringen unsere Jungs nach Hause. Dass die Administration und die beiden Parteien in den USA auf jeden Fall sich seit spätestens Obama mehr in den Pazifik orientieren, ist bekannt, das weiß eigentlich jeder. Und da ist es auch wurscht, wer gerade Präsident ist. Aber der Punkt, auf den es ankommt, ist, er macht ja eigentlich klare Ansagen. Er hat damals genervt wegen den NATO-Beiträgen, hat gesagt, Freunde, hier, alle bezahlen, sonst machen wir hier immer nicht den Ausputzer. Das hat auch damit zu tun, dass sich die Amerikaner aber auch mit ihrer Kanonenbootpolitik ein bisschen zurückziehen. Also das ist zweischneidig, das Schwert. Ne? Ich glaube, dass die Ernüchterung, die wir dringend nötig haben in Europa, diejenige ist zu sagen, also wenn wir ein Sicherheitsbündnis brauchen, dann müssen wir es auch selber herstellen. Das geht jetzt in die Zukunft. Bleiben wir nur kurz. Ich glaube, Herr Settele widerspricht dem Befund. Ich würde auch gerne ein bisschen, wir sind ja hier, die Sendung heißt Trump, kommt Trump wieder, alle gegen Trump, also alle können es nicht sein, sonst würde er ja nicht wiederkommen. Aber Sie sagen, er hat es klar erkannt. Meine Frage ist jetzt, was hat er denn getan, um diesen American Dream, wo ich Ihre Analyse teile, der kaum mehr lebbar ist, für Mittelklasse und darunter, ich meine jetzt nur finanziell, wieder möglich zu machen. Da ist ganz wenig passiert. Und wenn Sie die Steuerreform ansprechen, Herr Köppel, ich bitte Sie, da können Sie aber schon jeden Ökonomen fragen, die hat vor allem Menschen geholfen, die schon hatten. Ja? Trumps Versprechen war, er schafft Obamacare ab, ist nicht eingehalten worden. Obamacare, nur kurz zum Erklären, war ein Hauptprojekt von Barack Obama, wo jetzt 32 Menschen eine Krankenversicherung haben, 32 Millionen, die vorher keine hatten. Das hat er nicht abgeschafft, weil die Widerstände zu groß waren. Bis zuletzt 2021 hat sogar der Supreme Court, der höchste Gerichtshof, gesagt, es ist okay. Also was hat Trump getan, um diesen American Dream wieder lebbar zu machen? Da habe ich auch in der Vorbereitung dieser Sendung so gut wie gar nichts gefunden. Ich war 1983 ein Jahr drüben und mein Gastvater war ein Verkäufer von gefrorenem Goldfischfutter. Gefrorenes Goldfischfutter. Fünf Kinder, eine Frau. Fünf Kinder in die Schule gegangen, Frau ein bisschen im Rathaus mitgeholfen und er hat gefrorenes Goldfischfutter verkauft. Das hat gereicht für ein Haus am Stadteingang,
nicht die beste Adresse, nicht die schlechteste. Dieses typische amerikanische Haus mit dem Driveway vorne. Jedes Kind hat ein Zimmer gehabt, die Zwillinge mussten sich eines teilen. Und einen Garten, in dem man tatsächlich, wie im Bilderbuch, Baseball und Football gespielt hat. Wir reden von 1983. Das können Sie heute aufmalen. Das gibt es nicht mehr. Und diesen American Dream, der nicht gleich Facebook, Mr. Aber dass der nicht mehr möglich ist, das ist ja schon vor Trump passiert. Eben. Ja schon, aber Trump hat, genau wie Roger Köppel sagt, den Finger draufgelegt. Ja. Trump hat die Wunde benannt. Und er hat meine die Analyse Wunde ist, offen gehalten. Jetzt mit Einwanderung zum Beispiel. Er hat eingegriffen, das war ja der Deal. Die Republikaner haben gesagt, wir geben der Ukraine nur Geld, wenn wir dann eben auch die Grenze dicht machen. Und jetzt haben sich die Demokraten hergelassen, sind für ihre Verhältnisse sehr weit nach rechts gegangen, wollten die Grenze dicht machen. Und Trump hat es dann über seine Apologeten kaputt gemacht. Also er hat dieses Thema am Kochen gelassen. Er war nicht daran interessiert, dass die Probleme gelöst wurden, sondern er war daran interessiert, dass dieses Spaltthema für ihn weiterhin da ist. Und damit kann er auch Biden stellen, die eine falsche Strategie hat. Biden müsste genau auf diese Themen auch gehen, da gebe ich Ihnen recht. Was macht Biden? Er will die amerikanische Demokratie stützen. Das interessiert die Leute nicht, die Sie jetzt kennen. Denen ist das eigene Hemd wichtiger als diese institutionelle Jacke. Aber das Abziehbild haben wir in der deutschen Politik eben, dass auch Probleme gelöst werden. Und dieser 6. Januar, der übrigens sehr dramatisch war, ich meine, wenn Sie da nicht gesagt haben, das könnte ein Problem sein, da muss ich Ihnen auch noch mal grundlegend widersprechen. Amerika stand vorm Abgrund. Und die amerikanischen Militärs, ehemaligen Verteidigungsminister, egal welcher Partei, die haben alle einen Brandbrief geschrieben, einen offenen, dass das nächste Mal vielleicht sogar das Militär gespalten sein könnte, dass es Bürgerkrieg geben könnte. Also es sind weitaus weniger entspannter wie die Schweizer oder Sie. Die nahe dran waren an Trump, die wissen, wovon sie reden und die sind höchst alarmiert. Fragen Sie John Bolton. Ich bin sehr entspannt. Mein Punkt ist der, ich würde sagen, Trump ist vermutlich nicht ganz so gut, wie er sich selber darstellt, aber bei weitem auch nicht so schlecht, wie er dargestellt wird, vor allem auch von seinen zahlreichen Kritikern. Ich erinnere einfach daran, aber Sie haben in den USA gelebt, ich habe nicht dort gelebt. Ich habe einfach die Wirtschaftsdaten von hier beobachtet, plus Gespräche geführt. Die Vereinigten Staaten waren natürlich bis Ausbruch der Corona-Pandemie wirtschaftlich in einer sehr, sehr guten Verfassung. Außenpolitisch, müssen wir sagen, haben wir während der Trump-Zeit nicht diese Kriege, diese Unruhen gehabt. Jetzt ist das Argument, ja klar, das hat nichts mit Trump zu tun gehabt. Das finde ich eine kühne Behauptung. Tatsache ist, zu seiner Zeit, glaube ich, sind die Amerikaner vielleicht nicht zuletzt auch wegen seiner Unberechenbarkeit und seiner doch aber auch zum Teil dezidierten Entschlossenheit, in gewissen Krisenregionen einzuschreiten, sind sie stärker respektiert worden. Und wir hatten einfach Ruhe im Stall. Der 6. Januar, da kommen wir vielleicht noch dazu. Ja, da gibt es unterschiedliche Auffassungen. Also jetzt auch selbst die New York Times, der bereits erwähnte Brad Stevens, ist da vielleicht jetzt eher etwas punkto Entspanntheit auf meiner Seite. Aber es gibt natürlich auch die, die sagen, das sei wie Mussolini, ja, vor allem auch bei den Demonstranten hat es Tote gegeben, das sei wie Mussolini, Marsch auf Rom. Das ein Wahlverlierer, da sind Sie entspannt oder wie? Das hat doch nichts mehr mit einer Demokratie zu tun. Da sind wir jetzt auf ganz anderem Terrain. Vielleicht gehen wir mal einen Schritt zurück. Also Sie haben vorhin über diese Hysterie gesprochen. Die würde ich gerne mal aufgreifen. Wir machen ja hier in Europa, vor allen Dingen in Deutschland, so erlebe ich das, ein Abziehbild dessen, was Biden macht. Also überhaupt, man muss die Demokratie schützen, aber nicht über die Themen sprechen, die den Menschen auf den Nägeln brennen. Das ist ein Problem. Wenn das politische Parteien nicht machen, weil sie die Themen nicht beherrschen oder nicht wollen oder was immer der Grund ist, dann schaden sie der Demokratie mindestens genauso wie jemand, der vielleicht populistisch so ein Thema aufgreift. Das ist das eine. Ich habe erlebt, als Trump das erste Mal Präsident wurde, dass jeden Morgen im Morgenmagazin meinen täglichen Trump gibt mir heute. Also wirklich immer wie so ein kleiner Gottesdienst am Morgen musste sein, irgendwas Schlimmes über Trump erzählen. Das ist der Versuch, einen eigenen Gefühlsstau sozusagen auf ein Feindbild zu übertragen. Nein, doch, den das Eindruck ist die Berichterstattung dessen, was dort täglich passiert. Darf ich bitte meinen Eindruck schildern? Es ist mein Eindruck gewesen. Es gab
manchmal eine Aufregung über einen Tweet, das haben Sie schon gesagt, es gab irgendwelche anderen Sachen. Also diese Methode, sozusagen immer über Verhaltensweisen, Frisuren, vielleicht auch Wortwahl oder sowas zu philosophieren, aber das Thema zu umschiffen, ja, den Elefanten doch, im Raum reden zu umschiffen. Wir doch über politische Sachen und gerne. Nicht über Frisuren. Zum Beispiel ja. Georgia, er hat da wirklich... Mhm. denjenigen bedrängt, der für die Wahlen verantwortlich war, hat Druck gemacht. Das habe ich massiven mitbekommen. Druck gemacht. Der hat nicht mitgemacht. Sein Vizepräsident Mike Pence hat davor gewarnt, wenn der noch mal kommt. Ja. Das ist nicht nur Biden. Also Leute, die nah dran sind, und ich kenne zufälligerweise Leute, die eben. Da nah dran sind, und ich kenne die seit 20 Jahren, auch im republikanischen Lager, obwohl ich für einen Demokraten gearbeitet habe, die sind weitaus weniger entspannt als Sie. Sicherlich gibt es das bei uns auch, was Quote macht, aber wer da genau hinschaut, weiß, dass diese Demokratie, und jetzt kommt ein anderer Punkt, schon seit sehr viel längerem ein Riesenproblem hat. Trump ist nur ein Indiz viel tiefer liegender Probleme. Deswegen war das Buch damals nicht Trump und schlimm, sondern Trumps Amerika. Auch wenn Trump jetzt weg wäre, wären die Probleme nicht beseitigt. Und mit der Realität müssen wir uns vieles klar machen, weil dieser Trump lenkt eigentlich nur von diesem tieferen, von diesem tiefen Eisberg ab. Aber wir haben doch in Europa genug eigene Probleme. Und ich habe das Gefühl, der Joe Biden ist ein bisschen netter, vertritt aber genauso eine Pazifikstrategie, wie es jetzt vorher der Trump getan hat, vorher der Obama getan hat. Also die haben immer dieselbe Strategie. Der eine ist ein bisschen netter und verbindlicher, dann atmen die Europäer durch und denken, ach, der hat uns ja doch lieb. Ne? Darum geht's doch nicht. Das ist doch nicht der Punkt. Der Punkt ist, wer definiert die europäischen Interessen? Wer definiert von mir aus auch die nationalen Interessen der europäischen Mitgliedstaaten? Das sind wir beieinander. Das fehlt völlig. Und dann sitzen die Amerikaner etwas ratlos da, weil sie kein Gegenüber auf Augenhöhe haben. Ich möchte einen Satz sagen, weil Sie vorher, ganz kurz, weil Sie vorhin gesagt haben, die Wirtschaft hat so gebrummt. Das Wirtschaftswachstum 2018 war 2,9%, das ist fein. Und 2019 war es natürlich schon weniger Corona gedämpft mit 2,3. Also ich sehe keinen Grund, hier das Gebiss in den Mund, in die Höhe zu werfen und zu sagen, wie toll hat doch diese Steuerreform funktioniert. Hat sie nicht. Also ich weiß nicht, auf welchen Daten Sie da... Ich fürchte, Sie werden da auch keinen grünen Zweig mehr kommen. Ich schlage jetzt eins vor, dass wir, bevor wir uns dann auf die so eine geopolitische Zukunft stürzen, die ja total wichtig ist und auch uns in Europa betrifft, schauen wir nochmal auf die andere Seite dieses Wahlkampfs, nämlich auf den amtierenden Präsidenten. Offiziell gibt's ja, werden ja die Kandidaten erst im Sommer nominiert. Es gilt aber als ziemlich sicher, dass Joe Biden noch einmal ins Rennen geht. Allerdings gibt es immer mehr Zweifel auch an der Fitness des ältesten Präsidenten in der Geschichte der Vereinigten Staaten. Und ich schlage vor, wir schauen da kurz rein. Ein Sturz beim Fahrradfahren, ein Stolpern auf offener Bühne, vorsichtige Schritte beim Aussteigen aus seinem Jet. Doch nicht nur körperlich ist es für den 81-jährigen Joe Biden augenscheinlich schwierig, seinen Alltag als US-Präsident zu bestreiten. Immer öfter kommt es auch zu verbalen Fehltritten. Frankreichs Präsidenten Emmanuel Macron verwechselte er mit einem seiner Vorgänger. Den britischen Premierminister Rishi Sunak sprach er mit Mr. President an. Der US-Sonderermittler Robert Hur nannte Biden kürzlich in einem Bericht einen wohlmeinenden älteren Mann mit schlechtem Gedächtnis. Besonders brisant: Biden soll sogar die Todesursache seines an Krebs verstorbenen Sohnes vergessen haben. Herr Settele, in einer aktuellen Umfrage sagen 86% der Amerikaner, dass Biden zu alt ist für eine zweite Amtszeit. Was sagen Sie? Kann er eine zweite Amtszeit stemmen? Wenn es so weitergeht wie die vergangenen 6 Monate, und ich bin kein Arzt und ich wage hier keine Diagnose, dann glaube ich, gibt es größte Probleme. Weil... Und wird das für die Wahl entscheidend sein? Entscheidend traue ich mich nicht zu sagen, aber es wird auf jeden Fall einen Einfluss haben. Sie haben nur die Hälfte der Beispiele der letzten 6 Monate gebracht. Und ich habe keinerlei Interesse, eine Häme über Joe Biden auszugießen. Aber das ist natürlich ein Problem in einem Land, das so aufschaut zu Menschen, die Stärke in irgendeiner Form. Na, es ist auch ein besonderes Problem, oder Herr Braun, wenn man dann sagt, da gibt es sozusagen auf der anderen Seite einen Kandidaten, den sehr viele für besonders problematisch halten, und dann fragt man ja bei einer Wahl dann doch immer auch nach den Alternativen. Und dann ist die Alternative jemand,
von dem man schon in der jetzigen Amtszeit nicht sicher ist, ob er eigentlich voll amtsfähig ist. Ja, noch eine Alternative kommt ins Spiel, das ist Kamala Harris. Mhm. Und da muss man auch offen sagen, da geht es auch um Rassismus. Also da hoffen jetzt schon viele, dass Biden ihm reinkommt. Und die machen auch Wahlkampf und sagen, wenn du eine Stimme für Biden abgibst, dann wählst du mehr oder weniger Kamala Harris, weil es der sowieso nicht mehr schafft. Also das wird bereits gespielt, ganz offen. Und dass Trump jetzt kein, nicht scheu ist, rassistische Sachen einzubringen. Der hat ja mit den Proud Boys und allem Möglichen. Wenn sie das nicht für problematisch halten als Schweizer, würde ich sagen, puh. Aber ich glaube, Kamala Harris hätte auch vor allem wegen ihrer inhaltlichen... Der ist offen rassistisch in seinem Wahlkampf, der wird noch rassistischer werden, es geht in die Richtung. Aber Kamala Harris hat auch ein inhaltliches Problem, würde ich sagen, nicht? Ja, weil sie auch selbst für den durchschnittlichen Demokraten doch sehr weit links steht. Weil er sie nicht dran lässt, weil er ihr die Aufgaben zuschustert, die sie nicht populär machen bei der liberalen Basis. Also ich habe von Freunden in Washington gehört, dass Kamala Harris sich auch gerne hinter ihrem Schreibtisch und ihren Stapeln von Aktenordnern versteckt. Also da gibt es wohl unterschiedliche Einschätzungen. Ich lasse das mal so im Raum stehen. Ja. Das bekümmert mich schon. Und ich finde, es würde los für eine Partei wie die Demokraten und so ein großes Land wie Amerika, so einen älteren Herrn dann immer vor sich hinstolpern zu lassen. Ich finde, das ist nicht in Ordnung. Wenn man merkt, dass diese Stärke nicht mehr da ist, auch wenn der Name bekannt ist, dann sollte man dem Menschen seine Würde lassen. Und ihn nicht auch noch ermutigen oder wieder voranstellen. Das ist, glaube ich, nicht richtig. Ich glaube, es gibt keinen, der Biden ermutigt. Okay, Biden, er hat selber Biden ist stur. Gut in den Ring geworfen. Ich weiß das von Leuten, okay. Die eng mit ihm zusammengearbeitet haben. Er ist cholerisch, er ist nicht der nette Onkel, den wir da sehen. Der kann sehr cholerisch sein, sehr verletzend sein, verletzender als Trump das sein kann. Also Biden ist stur, dem muss man erst mal beibringen, dass er vielleicht nicht mehr antreten kann. Und wenn es er selber nicht glaubt, dann wird es wirklich das Problem sein. Er hat eben auch Obamas Berater, Axelrod zum Beispiel, der hat klipp und klar gesagt, ihr müsst die Strategie ändern und hin und her. Und er nennt ihn einen Scheißkerl offen. Aber wer ist dann der Königsmörder? Wer ist nur, dann der Königsmörder? Wer ist der Königsmörder? Genau. Einer von den Demokraten muss doch den Königsmörder machen dann. Sonst geht das ja in die Hose. Es ist ja auch deswegen interessant, Herr Köppel, weil es gibt ja viele Leute, zum Beispiel der Salzburger Politikwissenschaftler Reinhard Heinisch, der hat vor einigen Monaten schon gesagt, Bidens einzige Chance auf den Wahlsieg ist eigentlich das Antreten von Trump. Also, dass Biden eigentlich nur gewinnen kann, wenn es sozusagen nur auf ihn ankommt, dann kommen diese ganzen Sachen, ist er eigentlich noch amtsfähig oder ist er nicht eigentlich dement? Mag niemand sagen, aber eigentlich sagen es dann, inoffiziell sagen eigentlich alle, das sind Anzeichen einer Demenzerkrankung. Kann das aufgehen, dass man sagt, man hält jetzt an Biden fest, weil sagen, es geht nur noch darum, Trump zu verhindern? Ist das eine Strategie? Also ich glaube, das ist jetzt ein Riesenproblem für die Demokraten, Präsident Biden. Und zwar vor allem seit diesem Gutachten. Jetzt gibt es eine Diskussion, also dieses richterliche Gutachten im Zusammenhang mit diesen Unterlagen, die er da in der Garage hatte, der Präsident. Und dann hat ja ein Richter beschlossen, also die sind zum Befund gekommen, keine Jury in den Vereinigten Staaten würde den amerikanischen Präsidenten Biden verurteilen, weil er nicht haftungsfähig ist in Bezug auf seine Handlungen. Und das ist natürlich ein letztlich ungeheuerliches Urteil, das jetzt die Demokratische Partei in große Probleme stürzt. Man merkt es jetzt auch in den Zeitungen, die da den Demokraten eher zugeneigt sind. Und das Problem ist ganz einfach, wenn sie natürlich an Biden festhalten, dann gibt das Trump natürlich das totale, ist ein Steilpass, nicht? Dann kann er das ausspielen. Wenn sie ihn ersetzen, den beiden, wenn sie aus dem Hut zaubern einen anderen Kandidaten, zum Beispiel einen Michelle Obama oder einen Gouverneur, dann hat Trump auch die Möglichkeit natürlich zu sagen, ja, wer hat denn in die USA in den letzten 4 Jahren eigentlich regiert, wenn niemand klar ist. Wo ich einen anderen Akzent setze als der Herr Bramel hier, das ist ganz klar, ich zucke einfach etwas davor zurück, Leute dann ganz klar, ja, das sind die Rassisten und das sind die Antidemokraten, wissen Sie, Herr Bramel, Sie haben jetzt für die Demokraten gearbeitet. Das ist natürlich der demokratische Wahlkampfsound gegen Trump. Und für mich schwingt da eben immer eine Verachtung. Ich bin gerade dabei, die Republikaner rüberzuholen, die ihm nahestehen. Und die haben die gleichen Ängste. Ich habe Sie auch nicht unterbrochen. Sie haben sich vorher auch intensiv mit mir beschäftigt. Nein, und damit schwingt natürlich immer auch eine Verachtung gegenüber dem Wähler mit. Und ich würde jetzt mal sagen, die Dutzenden von Millionen von Amerikanern, die ungeachtet all dessen, was Sie vielleicht denken, immer noch finden, Trump ist die bessere Wahl,
Nicht, weil sie vielleicht Trump verherrlichen, sondern weil sie sagen, er ist einfach besser als der andere, ist weniger schlecht als der andere. Ich würde das nicht so leicht ihn abqualifizieren als rassistisch und antidemokratisch. Das finde ich etwas überheblich. Es kommt auch hinzu, dass die Amerikaner entscheiden, wer ihr Präsident ist, nicht die Deutschen. Ja. Das stellen wir aber eh nicht in Frage. Das muss klar sein. Das stellen wir nicht in Frage. Aber mich interessiert ein bisschen mehr das Problem Biden. Da sind sich, glaube ich, fast alle einig, das gesundheitliche Problem. Ja. Mich interessiert ein bisschen mehr, wenn wir jetzt mit Trump rechnen. Das ist auch der Titel Ihrer Sendung, was wir bekommen. Wir würden bekommen, von Amerikanerinnen und Amerikanern gewählt, einen Präsidenten, der jetzt seit 4 Jahren die Legitimität dieser Wahl in Abrede stellt. Er hat 40 Gerichtsverfahren geführt. Alle 40 hat er verloren. Es wurde ihm 40 Mal beschieden. Die Wahl, Herr Trump, war nicht gestohlen, war nicht gefaked. Sie haben diese Wahl verloren. Und noch immer auf jeder Wahlkampfrede tanzt er durchs Land und sagt, man hätte ihm, dem Rächer der Entrechteten, jetzt auch noch die Wahl gestohlen. Also wir bekämen jemanden, bitte mal kurz abseits von Joe Biden, der einen Teil der Gewaltenerteilung, nämlich die Juristerei, schlicht und einfach negiert. Sobald es nicht seine Urteile sind in seinem Sinn, sind das alles gekaufte Demokraten, Liberale, Schreihälse und so weiter. Und ein zentraler Punkt in der Demokratie, egal ob sie republikanisch ist oder wie auch immer, ist doch der friedliche Machtübergang. Genau. Ja. Wenn du verlierst, gibst du die Fackel weiter. Wenn du gewinnst, wird sie dir friedlich übergeben. Und das kann dieser Mann nicht. Er kann es nicht. Und daher interessiert mich mehr, wenn sich die Amerikanerinnen und Amerikaner jetzt im November dafür entscheiden, was wir bekommen. Das interessiert mich mehr. Und ich könnte Ihnen jetzt noch 20 so Sachen bringen. Und ich oder was wir Charakter bekommen, wenn er wieder verlieren sollte. Ja, schickt denn, er die Leute wieder auf die Barrikaden? Das ist ein ganz interessantes Argument. Und ich glaube, da haben wir sogar einen Konsens in der Runde. Das ist ja logisch. Aber ich meine, jetzt schauen wir mal zurück, was los war, als Trump gewählt wurde. Haben denn die Amerikaner, hat denn eine Hillary Clinton den Machtwechsel akzeptiert? Vom ersten Tag an haben sie gesagt, das sei eine Fake-Wahl gewesen. Da haben sie einen Sonderermittler eingesetzt, 40 Millionen US-Dollar. Trump sei sozusagen dank russischer Hilfe im Weißen Haus installiert worden. Sie haben mehrere Impeachment-Verfahren gegen ihn gemacht. Ich meine, die Demokraten haben alles daran gesetzt, den demokratischen Entscheid der Amerikaner auf legalem oder auf juristischem Weg rückgängig zu machen. Sie haben genau das Gleiche gemacht wie Trump. Haben Sie nicht. Ich befürworte beides nicht. Aber ich finde, sozusagen in diesem Abgesang auf Trump wird ausgeblendet, dass die Amerikaner, dass die Demokraten natürlich auch diese Mittel angewendet haben. Eine Ex-Gouverneurin in Georgia ist jahrelang herumgelaufen und hat gesagt, mir ist die Wahl gestohlen worden. Das zeigt etwas, was Sie vorhin gesagt haben. Hat Clinton die Leute auf die Barrikaden geschickt? Deswegen wurde Trump impeached. Und er hat den Zelensky einen Quid pro Quo Vorschlag gemacht. Entweder du lieferst mir was gegen meinen Gegenkandidaten oder du kriegst keine Militärhilfe. Das waren die zwei Impeachment-Sachen. Sie halten es nicht sehr genau mit Fakten, Herr Köppel. Sie bleiben sehr an der Oberfläche. Passt alles zusammen. Wir müssen es nach der Reihe machen. Da muss man ganz kurz hier. Wir ganz schnell etwas erwidern. Nein, Punkt 1. Die Demokraten haben den Entscheid nicht akzeptiert und sie haben also mit aus meiner Sicht sehr halbseidenen Methoden versucht, ihn aus dem Amt zu heben. Der 6. Januar 2021. Natürlich darf man das nicht machen, aber, das blenden Sie aus, Trump hat in seiner Rede sogar damals in Washington gesagt, wir demonstrieren patriotically und peacefully. Was dann kämpft in der Berichterstattung, wie der Teufel hat er wörtlich gesagt. Fight like hell war das Wort. Was wir jetzt gerade hier erleben, ist kann genau das. Kann man den Satz noch fertig machen? Dann machen Sie los. Ja, dann würde ich gerne antworten, bitte. Das ist Geschichtsveränderung, was Sie hier betreiben. Nein, da können wir nicht. Sie haben ja die Fakten. Wieso machen Sie Ihren Satz fertig, weg? Herr Köppel, und dann... Entschuldigung, Sie müssen diese Rede anhören, er hat das so gesagt. Und das wird ausgeblendet in der Berichterstattung. Ungeachtet dessen finde ich es auch fahrlässig, was er damals gemacht hat. Wo ich eine andere Auffassung habe als Sie. Ich glaube nicht, dass die Vereinigten Staaten damals, und da stelle ich jetzt eher auf Berichte in der New York Times ab,
dass sie die USA damals am Abgrund einer Revolution gestanden hätten. Überhaupt nicht. Sie haben er hat Leute ermutigt, die seinem Vizepräsidenten nach dem Leben getrachtet haben. Herr Bramel. Der immer loyal war, immer, ihm wäre sogar egal gewesen, wenn der gelyncht worden wäre. Cool. Und für sie ist das okay? Nein, cool bleiben. Was ich sagen möchte, bei sowas kann ich nicht so cool bleiben. Nein, Herr Bramel, Sie müssen mir nicht etwas unterstellen, was nicht stimmt. Ja, dass Sie Fakten außen vor lassen. Was wir jetzt gerade erleben, ist eigentlich das, was die ganze Zeit schon die Politik nicht nur in den USA, sondern auch in Europa in einigen Ländern vergiftet, nämlich eine Art von Grabenkampf. Sie haben sich gerade an Roger Köppel eher daran empört, wie er sich verhält oder wen er verteidigt oder sowas. Sondern an dem, was er sagt. An den Fakten, an dem, was er sagt. Ich erlebe gerade wieder das, was immer da ist. Es wird versucht, diese Kluft, die manchmal da ist, nicht mit gegenseitigen Argumentationen zu überbrücken, sondern es wird versucht, sie zu verschärfen. Ob das absichtlich oder aus Versehen geschieht, das lasse ich dahingestellt sein. Das Problem wird, dass dadurch Politik vergiftet wird. Ob das in den USA ist, ob das in Deutschland ist oder in anderen europäischen Ländern, ist egal. Es führt am Ende dazu, dass die Leute sagen, ja, wenn die so übereinander reden und so weiter, dann blende ich aus. Und das ist Streit ein Problem. Gehört zur Demokratie. Wenn Sie in einem Land leben wollen, darf ich kurz einschreiten. Ich glaube, es geht jetzt weniger um Grabenkämpfe. Es ist eine Situation, die es öfter gibt, wenn zwei Menschen, die miteinander Argumente austauschen, und die beiden sind in vielen Dingen unterschiedlicher Meinung. Schwierig ist es immer nur, wenn man sagt, es geht um historische Tatbestände und Fakten. Wenn da beide überzeugt sind, dass das historische Faktum ist und der andere sagt, aber das ist das historische Faktum, dann gibt es auch keine Verständigung, weil über Fakten kann man argumentieren. Jetzt würde ich mich gerne einbringen. Das historische Faktum ist ganz klar. Hillary Clinton hat in keinem Bundesstaat angerufen, find me 14.000 votes. Wenn Sie eine andere Information haben, Herr Köppel, bitte legen Sie es jetzt her. Das ist eine ganz andere Liga, was Trump betrieben hat und auch weiterhin betreibt. Die Demokraten haben sich der Möglichkeiten bedient. Sie haben dort und dort eine Unregelmäßigkeit erkannt. Und als sie erkannt haben, das war nicht so, war Ruhe. Herr Trump gibt seit 4 Jahren keine Ruhe. Und ich frage Sie noch einmal, weil Sie so sagen, die haben das auch gemacht. Nein, nicht in dieser Intensität, nicht in dieser Brutalität und vor allem nicht in dieser Dauer. Und das übergehen Sie einfach. Und wenn Sie einen Beleg haben, dass irgendjemand aus dem Weißen Haus oder in dem Fall aus dem Bereich Hillary Clinton angerufen hat in Kalifornien, in Delaware, in Atlanta oder sonst irgendwo oder in Florida, find me 14.000 votes, auf gut Deutsch, Scheiß, du Kerl, dann wirst du was. Dann sagen Sie es jetzt. Ja, also die Erregung auf dieser Seite bestätigt natürlich meine These, dass beim Thema Trump einfach gewisse, da werden einfach gewisse Emotionen wach. Mein Punkt ist der, erstens, Herr Bramel, Trump hat niemanden in seiner Rede aufgefordert, Sie müssen die Rede nachlesen, man solle das Kapitol stürmen, er hat im Gegenteil gesagt, patriotically und peacefully, und das sind Fakten, die Sie vielleicht nicht zur Kenntnis nehmen wollen. Zweitens, was auch ausgeblendet wird, ich meine, das sind Symptome. Da geht es nicht darum, ob man das gut findet oder schlecht findet, sondern dass man es analysiert. Und wenn man es analysiert und fair analysiert, kommt man zum Schluss, dass in den Vereinigten Staaten ein Prozess stattgefunden hat der wechselseitigen Polarisierung. Dieser Sturm aufs Kapitol. Diese Polarisierung habe ich 20 Jahre vor Ihnen analysiert, als Sie noch im Tiefschlaf waren. Also, darf ich mal schnell, Herr Bramel, mit allem Respekt. Man muss als Analyst einfach ohne Zorn und Eifer das rangehen. Aber Sie sind sehr eifrig. Ihnen ist Schaum vom Mund. Das ist eben auch ein Problem des Journalismus. Sie haben hier ein Pferd im Rennen. Ich habe hier kein Pferd im Rennen. Ich habe eine Eitelkeit. Wenn ich falsch liege, dann habe ich falsch analysiert. Wieso unterbrechen Sie mich die ganze Zeit, wenn Sie da kein Pferd im Rennen haben? Weil Sie einfach anderen Ihr Problem hineinprojizieren wollen. Sie sind Teil einer Journalistenkaste, die einfach hier Kämpfe führen will. Die keine Fakten mehr regt sich weniger auf als Sie. Ja, weil mich das aufregt. Wenn Sie mich nicht unterbrechen, Herr Bramel, würde ich gerne den Satz fertig machen. Und der Satz geht so. In den Vereinigten Staaten haben im Jahr 2020 mehr oder weniger an jedem Wochenende in sehr großen amerikanischen Städten gewalttätigste Ausschreitungen stattgefunden, in denen Behördengebäude angezündet wurden aufgrund von linken Bewegungen, unter anderem Black Lives Matter.
Ich würde Ihnen nicht unterstellen, dass Sie das rechtfertigen, so wie Sie mir unterstellen, dass ich irgendetwas rechtfertige. Ich halte nichts von diesem Diskussionsstil. Ich sage Ihnen nur, diesen ganzen Entwicklungen in den USA, der wechselseitigen Polarisierung, können Sie nicht nur Donald Trump und seinen Leuten in die Schuhe schieben. Es gibt die demokratische Seite, die ihrerseits sehr viel in diese Richtung sozusagen geschürt hat. Und da können Sie mich noch so oft unterbrechen. Das hat nichts mit falschen Fakten zu tun. Ich habe einfach eine andere Meinung als Sie oder eine andere Einschätzung. Ja, mein Recht auf Ihre Meinung, aber nicht auf andere Fakten. Ich glaube, Sie haben, ja. Ich fürchte, dass wir uns an dem Punkt nicht einigen werden. Und deswegen würde ich sagen, gehen wir einen Schritt in die Zukunft. Also es scheint ja wahrscheinlicher zu sein, nach der allgemeinen Einschätzung auch hier in der Runde, dass Donald Trump der nächste Präsident der Vereinigten Staaten ist. Dann ist das, was uns geografisch am nächsten liegt und so möglicherweise von einer Veränderung betroffen ist, der Krieg in der Ukraine. Die Vereinigten Staaten sind jetzt der Hauptunterstützer der Ukraine. Donald Trump hat zum Beispiel angekündigt, dass er den Krieg in der Ukraine innerhalb von 24 Stunden beenden wird. Frau Hermenau, ist das realistisch? Naja, ich kann für so eine Ankündigung nicht gerade stehen, aber ich glaube, dass er in der Lage ist, mit Putin zu reden, und er wird natürlich auch mit Volodymyr Zelensky sprechen können. Das ist nicht das Problem. Er hat ja öfter die Gespräche gesucht, wenn er irgendwo nicht weitergekommen ist. Also ganz Unternehmertyp aus meiner Sicht. Der Punkt an der Sache ist, Putin hat natürlich die Gelegenheit jetzt günstig genutzt und hat deutlich gemacht, er wäre ja bereit für einen Friedensschluss, man müsste sich nur mal bewegen. Die Europäer stehen eigentlich auf dem Schulhof drumherum und wissen nicht, wer der Stärkere auf dem Schulhof ist und wissen nicht so richtig, wie sie sich orientieren sollen. Und aus Amerika kommt eigentlich nur wieder, nein, wir werden doch die Ukraine weiter unterstützen. Es gibt ja jetzt gerade geistert rum, ich habe es auf Hebräisch gesehen mit englischen Untertiteln, dieses Interview mit dem ehemaligen israelischen Ministerpräsidenten Bennett, Naftali Bennett, der ja versucht hat, damals 22, glaube ich, war es im März, zu vermitteln, damit der Krieg gleich wieder beigelegt wird. Je länger der Krieg dauert, desto teurer wird er für alle. Er wird teurer für die Europäer, weil die Sanktionen dazu führen, dass sich die BRICS-Staaten deutlich stärker darauf orientieren, den Dollar zu regionalisieren. Und damit natürlich eine ganz andere Erschütterung der weltweiten Wirtschaft stattfinden wird, als bisher gedacht und beabsichtigt. Das ist ein Gamechanger, dieser Krieg. Aber nicht zugunsten der USA und der westlichen europäischen Länder. Und aus diesem Grunde wäre es mir recht, und Biden scheint da ja überhaupt ganz entschlossen zu sein, unbedingt Ukraine zu unterstützen. Mir wäre es recht, wenn es einen amerikanischen Präsidenten gäbe, den Putin ernst nimmt und mit dem er dann verhandelt. Und man kommt dann zu einem wahrscheinlich nur Waffenstillstand. Ich glaube nicht, dass die Ukraine das ganze Territorium zurückbekommt. Da hätten sich die Europäer schon anders aufstellen müssen als damals. Aber, um bei der Frage zu bleiben, was kommt, wenn Trump kommt, Sie trauen ihm zu? Den Friedensschluss traue ich ihm zu. Und wenn es ein Waffenstillstand ist, und das ist für uns ökonomisch überlebenswichtig. Darf ich Sie fragen, bitte, worauf diese Einschätzung fußt? Donald Trump, seine außenpolitischen Tätigkeiten in der Vergangenheit, woraus leiten Sie ab, dass Donald Trump eine Situation wie diese, die wahrscheinlich nur mit ultimativem Verhandlungsgeschick lösbar wäre, dass Donald Trump hier der richtige Mann wäre? Weil er irgendeinen Erfolg braucht. Ja, aber und der Punkt, also er ist nicht wie Joe Biden. Putin hat es ja selber gerade geäußert, war heute oder gestern in den Medien. Er wäre ja eher für Joe Biden, weil das doch ein Politiker der alten Klasse ist. Und die gibt es ja heute nicht mehr. Ich halte das ja für einen Schuss ins Dunkle. Der will einfach nur provozieren. Aber der Punkt, auf den ich hinaus will, ist, Trump ist nicht berechenbar. Da hat Putin schon recht in dem Punkt. Ja, aber Sie beantworten, glaube ich, nicht so. Na, ich denke schon, dass... Die Frage. Na, gucken Sie mal, er hat mit dem Präsidenten von Korea gesprochen. Ja, das war ja ein Riesenerfolg. Oh, so ein Erfolg. Ja, na, meine Herren. Da fließt ja Milch und Honig jetzt in diesem Land. Aber wollen wir das weglassen? Also ich höre heraus, Sie trauen Sie ihm nicht zu. Bitte, Herr Fleischhacker oder Herr Köppel oder bitte Sieken. Hermenau. Ich weiß schon, wie Sie heißen. Ja. Gnefrau, habe ich gesagt, das sagt man so. Ah, ja, okay, recht. Entschuldigung. Sagen Sie mir einen komplexen Bereich, außenpolitisch, wo Donald Trump... Abrams Accord, da muss ich jetzt der Wahrheit... realisiert hat. Auch er ist gescheitert. Er hat dann seinen Schwiegersohn zum Beispiel im Nahen Osten zum Sonderbeamten gemacht. Na, das ist auch nicht so wahnsinnig viel herausgekommen. Aber die Annäherung vieler arabischer Staaten in Israel war jetzt nicht kein Erfolg, würde ich sagen. Das war ein Erfolg und das hat die Hamas dazu bewegt, eben hier diesen Krieg wieder zu entfachen. Israelis haben das dafür gefeiert. Frauen und Kinder geopfert, damit dieser Friedensschluss nicht zustande kommt. Trauen Sie es ihm zu? Ja, er hat immer die
sozusagen die, also Trump als Außenpolitiker hat sich immer dadurch ausgezeichnet, dass er relativ starke rhetorische Angriffe lanciert hat, aber am Ende des Tages dann irgendwie eine Form von Einigung. Ich glaube auch, dass die Abraham Accords, die würde ich als einen Erfolg taxieren seiner Außenpolitik. Und eben in der Summe muss man einfach feststellen, dass weder Putin noch andere zu seiner Zeit ihre Außenpolitik gemacht haben. Ob das rein der Grund Trump ist, das können wir nicht sagen, aber es kann ihm sicherlich gegen ihn ausgelastet, gegen ihn in Anschlag gebracht werden. Ich meine, er ist sicherlich jemand, der mit einem Putin reden würde. Und das war für mich ja bei diesem Interview von Tucker Carlson das Interessanteste an diesem Gespräch, dass dieser Putin, der ja sonst als Interviewpartner eher bekannt dafür war, sich relativ kurz und prägnant zu fassen, dass der doch in einer relativ großen Ausführlichkeit versucht hat, seinen Standpunkt darzulegen. Mit anderen Worten, der hat geredet wie einer, mit dem schon lange niemand mehr geredet hat. Und ich würde natürlich dafür plädieren, auch vor dem Hintergrund früherer Auseinandersetzungen zwischen der Sowjetunion und den Vereinigten Staaten, Kennedy und Khrushchev in den 60er Jahren, damals haben die miteinander telefoniert. Und das ist doch ein Problem, dass heute eine amerikanische Regierung da ist und leider auch bei uns, vielleicht etwas weniger in Europa, wo systematisch nicht mehr das Gespräch gesucht wurde, sondern wo man sich eben in so einem besserwisserischen Moralismus verpanzert. Entschuldigen Sie, Herr Bramel, Sie erinnern mich etwas an das, wo man einfach quasi seine Position mit der Wahrheit verwechselt, anstatt zu sagen, es gibt vielleicht Missverständnisse, wir sollten miteinander reden und vielleicht ist der Donald Trump nicht ganz so schlimm, wie man sich das darf ich mal vielleicht einen Aspekt hinzufügen, weil Sie sind ja noch im Kalten Krieg bei Ihrer Analyse. Wenn Sie die heutige Welt anschauen, Sie haben ja von Khrushchev geredet und vom Kalten Krieg. Ja? Das meinte ich damit. Lassen Sie uns doch in die Neuzeit gehen. Das ist eine gute Sache, dass die miteinander telefoniert haben, Herr Bramel. Oder sind Sie dagegen, dass man miteinander telefoniert? Darf ich vielleicht einen Gedanken hinzufügen? Ich glaube, die Leute haben Sie ganz gut verstanden. Beim dritten Mal, wenn die Leute sind, das war nicht so alt, dass Sie gleich nicht. Aber Sie wollten ja eigentlich Konsens suchen, habe ich verstanden. Ja, ich wollte den Konsens suchen, vielleicht kommen wir ja da zusammen. Ich halte jetzt Biden für gefährlicher als Trump, sollte er wiedergewählt werden. Biden hat riesen Fehler begangen mit China und das meine ich jetzt, wir müssen raus aus der Vergangenheit. China ist die neue Hauptbedrohung der USA. Die Amerikaner können sich auf nichts mehr einigen, es sei denn, es geht gegen die Animosität in China. Und da hat Biden jetzt viermal, ich glaube sogar schon fünfmal, ich habe irgendwann aufgehört mitzuzählen, gesagt, dass er Taiwan verteidigen würde. Das ist ein Bruch mit der Ambiguität. Amerika hat bisher offen gelassen, ob es Taiwan verteidigen würde, weil eben Taiwan nicht ermutigt werden soll, hier auf Unabhängigkeit zu gehen. Und dann wäre Amerika im Krieg gegen China und China könnte sich da keinen Rückzieher leisten. Also sollte jetzt dieser William Lai, der als Unabhängigkeitsbefürworter bekannt ist, feststellen, dass er jetzt nicht nur mit 40% gewählt wurde, sondern künftig mehr für diese Position eintreten. Dann könnte er diese Schlinge zuziehen, die sich Biden selbst um den Hals gelegt hat. Also hier halte ich Biden für brandgefährlich. Das ist übrigens auch die Position meines Co-Autoren, der beim CIA, bei den Nachrichtendiensten über Jahrzehnte für strategische Vorausschau gearbeitet hat. Also anders als Sie habe ich in Amerika gute Kontakte. Ich war da oft in diesem Land, ich kenne dieses Land. Und in diesem Fall muss ich Ihnen auch mal zustimmen. Gut, aber unterschätzen Sie mich nicht heute, damit Sie mich morgen nicht überschätzen. Sie fliegen morgen in die USA und schauen sich das mal an, worüber Sie reden. Ein wichtiger Punkt, ich suche jetzt einen Konsens zwischen uns. Es gibt einen Konsens. Wo ich finde, dass Donald Trump außenpolitisch falsch liegt, das ist in dieser sehr starken, aus meiner Sicht extremen Konfrontationsstellung gegenüber China. Das ist für mich auch Kalter Krieg. Und ich wünschte mir eher eine Welt, in der diese Großmächte auf Augenhöhe miteinander reden und versuchen, einen Ausgleich zu finden. Da sind wir wieder beieinander. Aber gehen wir kurz nach Europa zurück, weil also eine der Ängste der Europäischen ist ja auch schon aus der ersten Präsidentschaft, weil er gesagt hat, pay your bills und wer immer kam, NATO, ne, wer nicht zahlt, wird nicht geschützt, hat er ja jetzt wieder gesagt, noch stärker eigentlich. Wie beim ADAC, kein Bündnis mehr. Und genau. Und jetzt sagen alle, also wir können uns auf die Amerikaner nicht mehr verlassen.
Und die Frage ist, ist das tatsächlich ein alleiniges Problem von Trump oder muss man nicht einfach ohnehin, also hat mit Obama begonnen. Ich gebe Ihnen recht. Und jeder amerikanische Präsident wird bei nächster Gelegenheit die Gelegenheit nutzen, sich aus Europa zurückzuziehen und sich um den Pazifik zu kümmern. Genau. Trump genauso wie Biden. Ich würde sogar die These vertreten, Biden musste jetzt hier nicht Soldaten einsetzen, da wird kein amerikanischer Soldat sterben, sondern er hat eben was einsetzen müssen, um die Alliierten in Asien nicht zu verunsichern. Die zahlen ja auch Tribut, nicht wenig mehr als wir. Und wenn jetzt die Ukraine nicht ein bisschen unterstützt worden wäre, dann hätten die Japaner, Südkoreaner gesagt, wieso zahlen wir denen einen Haufen Geld und geben Wirtschaftssachen preis. Also wir nehmen uns da vielleicht als Europäer zu wichtig. Mhm. Wir denken, wir sind immer noch der Nabel der Welt, aber auch ein Biden hat von vornherein gesagt, kein amerikanischer Soldat wird dafür sterben und er hat kein Interesse, Putin wirklich zu zerstören oder Russland, weil dann nämlich dieses Vakuum entstünde, das China raumgreifend nutzen könnte. Also ich finde, wir müssen hier ein bisschen die Moral rauslassen und dann geopolitische Sachen. Und auf Interessen schauen. Herr Seteler hat ein anderes Problem. Herr Seteler hat gerade ein Problem mit Thesen. Wir fahren die ganze Zeit um die halbe Welt und da These zu Taiwan, These zu den. Was hätten Sie lieber? Ich hätte gerne eine normale Frage gestellt an den Herrn Köppel. Sie sagen, die haben früher telefoniert. Können Sie mir sagen, worauf Sie Ihr Wissen fußen, dass zwischen den USA und Russland derzeit keine Kommunikation stattfindet? Ich habe das Wissen nicht. Und zu einem Gespräch, das wird auch immer so getan, als ob der Herr Putin da sitzen würde und nur wartet, bis man mit ihm redet. Das habe ich zuletzt nicht so empfunden, ich sage es einmal so. Sie können auch den österreichischen Bundeskanzler fragen, das war auch ein kurzer Besuch. Ja? Also, woher nehmen Sie Ihr Wissen vor, wie wir hier wieder von Thesen sprechen, dass zum Beispiel auf diplomatischer Ebene diese Kommunikation nicht stattfindet? Sie tun so, als ob das so wäre. Ja, also mein Eindruck ist schon dezidiert der, dass zwischen den Vereinigten Staaten von Amerika und Russland ein großes Kommunikationsdefizit besteht. Wenn das nicht bestehen würde oder nicht bestanden hätte, dann glaube ich, wäre es auch nicht zu dieser Krise in der Ukraine gekommen. Ich glaube, dass seit diesem Einmarsch der russischen Truppen, dass natürlich militärische Kontakte finden statt, das ist klar. Aber auf der Stufe der Staatsführung ist nach meinen Informationen, meinem Eindruck, ich behaupte kein Wissen, auch kein Allwissen, ich sage nur nach meinem Eindruck, die reden zu wenig miteinander. Ganz generell, das ist für mich mein größtes Problem im Moment jetzt auf der westlichen Seite. Ich bin ja sogar noch bei Ihnen bei gewissen Konfliktpunkten, aber was mich irritiert an der heutigen Diskussion, auch zum Teil an dieser Diskussion, ist die zum Teil wirklich Verabsolutierung der eigenen Standpunkte, dass gewisse Gruppen glauben, mit den anderen gar nicht mehr sprechen zu müssen. Putin ist der absolut Böse, Trump wird der Untergang Europas sein, mehr oder weniger. Das zeugt für mich von einer Überheblichkeit, die uns daran hindert, eigentlich miteinander ins Gespräch zu gehen. Ich habe Ihnen eine Frage und gestellt. Das ist, und nein, ich habe Sie ja beantwortet. Nein, Sie behaupten jetzt, hier würde behauptet, mit Putin. Sie führen ein Selbstgespräch, bauen immer Probanzen auf, die Sie dann ganz kurz, bitte, das war meine Diskussion. Mit vielleicht Putin können Sie das nächste Mal eine Sendung über mich machen, wenn Sie sich da so intensiv beschäftigen. So wichtig sind Sie nicht. Ah, eben, ja, wieso reden Sie da die ganze Zeit von mir? Sie tun so, als ob ich würde auch gerne lieber über Themen reden. Ja, ich auch, ehrlich gesagt. Aber Herr Seteler wollte Herrn Köppel überführen, dass er etwas behauptet, was er nicht weiß. Ich habe einfach den Eindruck, dass Sie will ihn nicht überführen. Er stellt es nur dar als Faktum. Er hat gesagt, er hat den Eindruck. Mit dem armen Putin redet niemand. Aber woher wissen Sie, dass wir schon mit ihm reden? Ich habe ihm eine Frage gestellt. Ja. Ich habe ihm nur die Frage gestellt. Ich behaupte ja nichts im Gegensatz zu ihm. Er tut so, als ob der Wladimir Putin eigentlich warten würde, bis es endlich läutet, das rote Telefon. Und ich frage ihn, woher er das Wissen hat. Das ist aber alles. Das ist ehrlich gesagt überhaupt nicht unser Thema. Nee. Unser Thema ist die Frage, und ich habe es versucht anzudeuten in meiner Frage an Herrn Bramel, dass es doch so aussieht, dass egal wer Präsident wird in den Vereinigten Staaten, in Europa es auch eine sehr intensivierte Diskussion darüber gibt, dass egal wer Präsident wird, Europa seinen Zugang zu Außen-, Verteidigungs- und Militärpolitik dringend ändern muss. Das ist der Punkt, den ich gerne auch mal sprechen Weil das so wie es war, dass nämlich die Europäer so eine Friedensdividende in Sozialprogramme investieren, weil sie vom Schutz der NATO angeführt und Vereinigten Staaten rechnen können, dass das so nicht mehr geht. Ja.
Macht auch keinen Sinn. Ich meine, wir exportieren wir die Weltmeister oder waren. Und deswegen gibt es jetzt viele Leute, die sagen, Europa muss sich auf die eigenen Beine stellen, muss seine Militärausgaben erhöhen. Joschka Fischer hat gemeint, eigentlich bräuchte die EU eigene Atomwaffen, um sozusagen dieses, ich hab das vor Putins dieses Abschreckungspotenzial zu haben. Und die Frage erstens ist, sehen das alle so, muss sich Europa stärker auf die eigenen politischen, militärischen Beine stellen? Muss man einfach sagen, Amerika ist nicht mehr dieser selbstverständliche die Schirm, generell den wir mal auf ihre eigenen Beine stellen. Und was bedeutet das? Ich war da schon die ganze Frage Zeit, meine Herren, Sie haben jetzt hier so viel. Und was bedeutet ich das? Ich habe das vorhin versucht einzuführen, es ist keiner drauf eingegangen, Sie hatten andere Fäden. Aber der Punkt, auf den es mir ankommt, ist folgender. Die Europäer sind nach meiner Wahrnehmung nicht auf eigenen Beinen stehend, selbstsicher Landschaft. Wir stellen ungefähr noch ein Sechstel des weltweiten BIPs auf die Beine. Es war früher mehr. Die BRICS-Staaten haben massiv aufgeholt. Putin war schlau genug, sich mit anderen starken Staaten zusammenzutun. Er hat ja in der Nomenklatura nicht nur Europäer sitzen, sondern auch Asiaten. Und die Frage, die sich jetzt stellt, er hätte gerne diese Brücke gemacht zwischen Europa und Asien. Und die Europäer müssen sich auch gründlich überlegen, wer sie versorgt. Ich mache ein Beispiel. Diese gesprengte Pipeline ist das eine Thema. Das andere war, okay, dann kriegen wir Liquid Gas aus den USA. Was ist passiert? Biden stellt fest, das geht vielleicht nicht und wir brauchen es vielleicht selber. Denn die BRICS-Staaten verfügen jetzt im Prinzip über 70-80% der weltweit verfügbaren Öl- und Gasreserven. Das Spiel findet im ökonomischen Schlachtfeld statt. Viel mehr als uns dieser offenkundige Krieg in der Ukraine sozusagen vor Augen führen soll. Und ich halte das für den entscheidenden Punkt. Und die Europäer sind, glaube ich, noch nicht so weit, dass sie verstanden haben, dass sie mal gründlich in sich gehen müssen und mal überlegen müssen, wie sie in 30 Jahren leben wollen, wovon sie in 30 Jahren leben wollen oder ob sie dann bloß noch das bereiste Disneyland Und wenn sie, Frau Herrmann, wenn die in sich gegangen sind, die Europäer, zu welchen Entscheidungen müssten sie dann ihrer Meinung nach kommen? Eine europäische Armee habe ich in den 90er Jahren schon gefordert, da haben mich alle fast totgeschlagen. Aber ich halte das für richtig. Es muss ein eigenes Energieversorgungsportfolio geben und ein eigenes Rohstoffversorgungsportfolio. Ich glaube, dass die Europäer sich von ihrem Clubdenken verabschieden müssen. Nämlich, dass sie ständig denken, irgendeine multilaterale Organisation wird es richten, wenn es geht auf Weisung der USA, die selber aber nicht den Regeln unterworfen wird. Das funktioniert nicht mehr. Das lehnen immer mehr Staaten von Woche zu Woche weltweit ab. Deswegen eher ein bisschen wie im arabischen Raum. Die europäischen Staaten oder die EU, je nachdem, wie sich das jetzt mal findet in diesem Sommer, ist darauf angewiesen, immer wieder mal von Sachfrage zu Sachfrage zu verhandeln. Es gibt keine Blockbildungen und Regelungen mehr. Ich glaube, das hört auf. Europäische Armee. Wichtiger halte ich, dass wir Wirtschaftswaffen aufbauen. Mhm. Europäische Armee ja, und auch nukleare Abschreckung. Ich habe vor jetzt 2,5 Jahren, bevor Putin zugegriffen hat, dafür geworben, wir müssen aufrüsten, militärisch abschrecken können, auch nuklear, weil wir uns auch auf Biden nicht mehr verlassen können. Können wir auch drüber reden, wenn es jemand interessiert. Es ist nicht nur Trump, der böse Trump, sondern auch Biden hat zweimal auf Sole Purpose gegangen. Da müssen wir ein bisschen in die Tiefe gehen. Also er hat auch unseren Nuklearschirm in Frage gestellt, hat hier gar keiner gemerkt. Mhm. Also auch deswegen habe ich gefordert, wir brauchen eigenes Militär. Die Frage ist jetzt, wie finanzieren wir das? Wir haben jetzt in Deutschland die Debatte Butter versus Kanonen. Wenn wir jetzt für die Ukraine oder für unser Militär investieren, müssen wir woanders sparen. Ja. Wenn wir so weitermachen, werden die Extreme anwachsen. Kann ich Ihnen jetzt schon sagen, das sind nicht nur die Bauern, die streiten. Also was machen wir? Wir bräuchten vielleicht europäische Mittel. Also die 750 Milliarden, die wir jetzt zur Ergrünung und zur Digitalisierung in die Hand genommen haben an gemeinsamen Schulden, als Finanzminister Scholz, der jetzige Kanzler, sagte, das wäre der Hamiltonian Moment, also der Beginn der Vereinigten Staaten von Europa. Ja, ich würde ihm jetzt sagen, Butter bei die Fische, mach mal mehr gemeinsame Schulden. Wenn wir uns im Euro verschuldeten, dann bräuchten unsere institutionellen Anleger ihre, vielleicht auch meine Renten, nicht mehr in die abgrundtiefen Märkte der USA stecken. Wir finanzieren das Rüsten, wirtschaften auf Pump der USA und gönnen uns keine Investitionen, weder im Militär noch in IT-Infrastruktur, die weder von den Chinesen noch von den Amerikanern abgekupfert werden kann. Also, wenn wir hier souveräner dächten und handelten, dann könnten wir uns sehr wohl ein Militär leisten. Wir haben allein schon mit Frankreich und Deutschland mehr für Militär ausgegeben, als Russland es kann. Also, wenn wir uns jetzt unabhängiger aufstellen, und auch das wollten die Amerikaner nicht, egal ob Demokraten oder Republikaner, dann könnten wir ein souveräner Pol in dieser neuen Weltordnung werden. Aber leider fehlt es, und ich glaube, da stimmen wir überein, an Staatsmännern, Staatsfrauen und alles dazwischen. Wir haben leider nur Erbsenzähler und Erbsenzähler. Na, vielleicht gibt es auch einen Zwischenschritt nach meiner Beobachtung.
Und ich interessiere mich sehr dafür, wie sich die einzelnen Mitgliedstaaten entwickeln. Guck mal auf den Balkan, guck mal auf die Balten und guck mir das an. Es sind ja Länder, die ökonomischen Eckdaten haben, die sind furchterregend. Ne? Das betrifft die Demografie, das Durchschnittsalter, das Innovationspotenzial und so weiter. Das sind sterbende Länder, zumindest ökonomisch gesehen. So, und jetzt ist die Frage, wie kriegst du da einen Spirit rein? Wir haben heute bei Trump und Biden über den Spirit gesprochen. Trump gibt ja einen gewissen kämpferischen Spirit, jedenfalls verbal aus. Und die Frage, die ist für die Europäer, was ist unser Spirit? Ist es unser Spirit zu gucken? Ich bin froh, dass wir keinen so einen Trumpschen Spirit haben, sage ich Ihnen ehrlich. Ich hätte schon gerne mehr Elan in dieser Europäischen Union, das muss ich schon sagen. Mir ist das alles zu muffig und mir geht das auch alles zu langsam und zu zäh. Der Punkt ist aber aus meiner Sicht, was ist unsere Zukunftsidee? Was sagen wir den jungen Leuten? Okay. So wird Europa sein. Ich glaube, dass das, was jetzt linksliberal immer gerne als das gute Leben vorgegeben wird, trägt nicht. Das merken auch bei den jungen Leuten mehr als die Hälfte sagen, ja, die spinnen ja die Römer. Ne? Und merken, dass das nicht finanzierbar ist, dass es nicht funktioniert, dass du nicht alleine nur mit Sonne und Wind den Strom herstellen kannst, kriegen jetzt auch immer mehr Leute mit. Also ich denke, da fällt jetzt einiges in dem linksliberalen Gebälk zusammen. Und das macht dort auch schrille Töne aus, weil die natürlich merken, dass da was nicht stimmt. Und dann muss erstmal ein Feindbild gesucht werden. Ich würde diese Debatte gerne verlassen. Diese Fehde geht mir auf den Nerv. Sondern ich würde viel lieber gucken, was sind jetzt realistische Optionen für Europa, für eine stabile Wirtschaft, weil das den Leuten die Nervosität nimmt. Und auf der anderen Seite auch von mir aus für eine gemeinsame Außen- und Energiepolitik. Ich würde nicht jeden Traktorsessel normieren, der italienische Hintern ist kleiner als der norwegische, was soll der Quark? Ich würde gucken, dass wir ein paar gemeinsame Portfolios haben. Energie und Verteidigung sind zwei davon, vielleicht noch Rohstoffe. Wir haben viel zu viel Kleinkram und Krimskrams, was ständig durchgeregelt wird und Leute fertig macht. Am Abend musst du den Scheiß auch noch machen. Ja. Was also, sagt das der Schweiz zu einer europäischen Armee? Also, das ist an sich auch ein Verdienst jetzt von Trump gewesen, dass er natürlich mit dieser NATO-Diskussion schon zu seiner Amtszeit, er hat das etwas dezidierter geführt als andere amerikanische Präsidenten, die gesagt haben, die müssen mehr Geld ausgeben. Ich bin weniger ein, sagen wir mal, ich glaube weniger an so eine europaweite Armee, aber ich glaube, dass die einzelnen Mitgliedstaaten natürlich massiv mehr machen müssen. Mhm. Das ist die große Lebenslüge in der Europäischen Union. Man hat natürlich die Amerikaner sozusagen hier dankbar unter dem Schirm der Amerikaner, hat man quasi die Sozialstaaten ausgebaut, ich sage mal etwas die Hängematte verstärkt. Und jetzt ist man entsetzt und hat Panik, wenn die Amerikaner sagen, wir kommen nicht in jedem Fall, um euch da zu helfen. Das ist hoffentlich ein Weckruf, aber ich sage mal bescheidener, bevor man an eine EU-Armee denkt, einfach die Mitgliedstaaten, ich meine die Bundeswehr, die Deutschen, wo sind die deutschen Streitkräfte, Österreich, ich meine die Schweiz, wir haben auch unsere Verteidigung komplett vernachlässigt. Und von dort her finde ich das eigentlich ein gutes Zeichen, dass jetzt aus den Vereinigten Staaten auch in einer vielleicht etwas schrillen oder extremen Form solche Sätze kommen. Das sind Weckrufe, das sind auch Signale aus der Wirklichkeit. Und da muss man wieder andere Prioritäten setzen und die Verteidigung nicht so vernachlässigen, wie wir das gemacht haben. Würden Sie sagen, dass tatsächlich auch für die europäische Position und für das, was die Europäer zu erwarten haben und was sie auch an Aufgaben vor sich haben, es ziemlich egal ist, ob Biden oder Trump Präsident wird? Ich glaube, dass das, was Herr Köppel jetzt gesagt hat, sehr wichtig und, wenn ich mir es erlauben darf, auch richtig ist. Donald Trump hat schon zu seiner Amtszeit gesagt, zahlt endlich eure Prozentsätze, wie auch immer. Die Militärausgaben, wenn ich richtig bin, sind auch gestiegen in letzter Zeit. Ich würde mich von einer Debatte, eine vereinigte europäische Armee oder singuläre Armeen, da ziehe ich mich zurück. Da fehlt mir wirklich die Fantasie dazu, wie das gelingen kann. Das ist ein eindeutiges, ich soll mal sagen, Verdienst von Donald Trump von früher und jetzt von mir aus auch. Leute, stellt euch auf die Beine. Was ich aber leider wieder nicht klug finde, ist, dass er vielleicht aus einem Jux heraus oder um irgendwie lustig zu sein, dem Herrn auf die Frage, würden Sie das Land noch verteidigen gegen Russland? Das finde ich ja interessant, dass man gleich Russland als Feind erweckt. Sagt er, nein, ich würde Ihnen sagen, macht mit Ihnen, was ihr wollt. Da reden wir jetzt über einen Bündnispartner, noch NATO-Bündnispartner. Und nichts ist natürlich einem eventuellen, sagen wir mal, tierfeindlich gesinnten Individuum lieber, als wenn die im anderen Bündnis anfangen zu streiten. Das meine ich wieder, das ist nicht besonders
klug verhandlungstechnisch. Einverstanden, aber Macron hat das 2019 auch gemacht. Der Herr Macron ist eine andere Liga als der Herr Trump. Ja? Und auch das, gebe ich Ihnen zu, ist nicht klug. Aber die NATO ist, sind wir uns eigentlich schon de facto, 90% die USA. Und wenn dann gleich mit, neben der Forderung, stellt euch auf die Beine, mitgeliefert wird, du und 1% zu wenig, dann kannst du dann selber schauen, wo du bleibst. Das halte ich für nicht klug. Übrig bleibt auch für mich, meinem bescheidenen Wissen, Europa kann nicht länger da den Trittbrettfahrer spielen. Das ist so. Und Macron hat damals kritisiert, dass die USA und die Türkei, beide NATO-Mitglieder, in Syrien gegensätzliche Interessengruppen mit aufgenommen und vertreten haben und dann den Konflikt angeschürt haben, was eigentlich verrückt ist. Ich fand, das war als Kritik damals berechtigt. Er hat dann das Wort Hirntod verwendet. Ne? Die NATO hat keine Strategien mehr. Ich glaube, dass die große globale Wirtschaftsfrage, die ich am Anfang ein bisschen angerissen habe, dazu führen wird, dass die Amerikaner andere ökonomische Interessen verfolgen werden als die Europäische Union. Die Amerikaner haben versucht, über TTIP die Europäer mit ins Boot zu holen gegen China. Da kam das Chlorhühnchen und hat alles zerritten. Es gab auch noch andere Gründe, ich habe jetzt gescherzt. So, und dann hat man jetzt gesehen, dass eigentlich durch den Krieg in der Ukraine die Europäer auf andere Art und Weise wieder sozusagen aufgefordert werden sollen, die westliche Welt zu stabilisieren. Ich bin aber der Auffassung, dass diese kleine Halbinsel an ganz Asien dranhängend eigentlich nur dann eine Chance hat, wenn sie versucht, eigenständig zu agieren. Ich glaube nicht, dass es uns nützt, wenn wir als verlängerter Arm der Amerikaner da auf dem Festland sitzen. Das glaube ich nicht. Weil sowohl die Briten als auch die Amerikaner, beide angelsächsische Regime oder Regierungen oder Völker, haben immer über die Seewege, über die Meere ihre Kriege geführt. Das ist etwas, was man sozusagen machen kann, wenn man einen Flugzeugträger hat und die Flugzeuge reinschickt, eine Punktlandung macht und wieder rausholt. Oder sie verlassen Afghanistan, wie sie es gemacht haben, lassen das ganze Equipment da und das wird dann wieder verkauft an die Hisbollah oder an die Hamas oder wie auch immer. Ich würde gerne mal Ihre Frage da direkt beantworten, auch Ihren Ansatz, den Sie dann irgendwann doch verlassen haben, weiterführen Wirtschaft. Sie haben ja dann doch woanders emigriert. Ich glaube, Biden ist bedrohlicher für uns, was Wirtschaft angeht, als Trump. Ja. Trump. Aber jetzt haben wir schon relativ viele Punkte, wo Biden gefährlich ist. Ja, wir kommen schon noch zusammen, Herr Köppel, wenn Sie da mitgehen wollen. Trump hat gebellt, Biden hat gebissen. Sowohl gegen China als auch gegen Europa. Mhm. Biden ist nicht fähig, eine Politik durchzuziehen. Wenn Sie Leute fragen, die an ihm dran sind, wenn Sie solche kennen, die sagen Ihnen, der ist nicht konzentriert, der kriegt nichts auf die Reihe, der hat ein paar Leute und die uns übrigens auch vor Schlimmerem bewahrt haben, wollte zum Beispiel, ich meandriere jetzt auch, Biden ist gefährlicher, was Wirtschaft angeht. Er hat den Chips Act, einen Wirtschaftskrieg gegen China vom Zaun gebrochen, bei dem wir Kollateralschaden sind. Da könnte man vielleicht auch noch mal drüber reden. Das ist ein veritabler Wirtschaftskrieg, den noch nicht wirklich jeder hier verstanden hat, was das für uns bedeuten wird. Wir können nämlich dann nicht mehr mit beiden Geschäfte machen, sondern müssen uns hier für Amerika entscheiden. Wir werden vor den Karren gespannt, ob wir es wollen oder nicht, solange wir uns nicht selber verteidigen können, weil dann müssen wir Tribut zahlen. Das Zweite ist der Inflation Reduction Act, der alles macht, nur nicht Inflation zu reduzieren. Also das war eine Breitseite gegen unsere Industrie, die natürlich jetzt einen besseren Standort in Amerika haben kann. Wir haben jetzt wahrscheinlich dann keine LNG mehr, wenn es das auch eingeschränkt wird. Die Pipeline ist weggesprengt nach Russland, wie auch immer das war. Also Standortprobleme. Amerika bietet unseren Unternehmen bessere Konditionen an und macht eben auch Protektionismus, setzt Wirtschaftswaffen ein. Und das, glaube ich, ist die neue Qualität, die nicht erst seit Trump da ist. Wirtschaft wird als Waffe benutzt. Und wenn wir hier nicht als einheitlicher Block uns dagegenhalten, auch mit einer europäischen Mitleidwährung, dann kann auch der Dollar gegen uns als Waffe eingesetzt werden. Ja. Und da braucht es keinen Trump dazu. Das hat auch schon eine andere Regierung einzusetzen versucht. Ich möchte nur, wir sind eigentlich schon weit über der Zeit. Ich möchte nur zurückkommen zu Trump und den Befürchtungen. Und wirklich in einer kurzen Abschlussrunde, wie gesagt, schon über der Zeit. Eine der Befürchtungen ist, ich habe vor kurzem ein Gespräch gehabt mit dem Johns Hopkins Professor, der gesagt hat, es ist völlig klar, wenn Trump noch einmal Präsident wird, dann versucht er, die Demokratie in Amerika auszuschalten und sowas wie eine faschistische Diktatur zu errichten. Ist das Hysterie oder ist da irgendwas dran? Ich glaube, das ist nicht Hysterie. Da gibt es einige,
die eben sagen, da kann Schlimmeres passieren. Was mich beunruhigt ist, damals hatten wir ja noch die sogenannten Erwachsenen, wie John Bolton und andere, die auch Kriege verhindert haben. Da wollte Trump, und jetzt sage ich den Punkt vielleicht doch noch, die Truppen aus Südkorea abziehen. Das wäre von Nordkorea als Angriffsvorbereitung, als nukleare Angriffsvorbereitung gesehen worden. Da hat ihm das Zeug vom Tisch gezogen. Er wusste dann nicht mehr, der Trump, weil er ja dann doch nicht so fokussiert ist. Also diese Erwachsenen werden nicht mehr da sein. Da hat es auch Leute gegeben, die haben anonym in der New York Times dann geschrieben, wir hintergehen den Präsidenten. Also die nächste Administration wird nur von Loyalen bestückt. Die werden jetzt bei der Heritage Foundation, einem Think Tank, schon ausgesucht. Und was hinzukommt, er hat Richter an den Supreme Court nominiert, drei, die Präsidentschaftsgewalt sehr weit auslegen. Also er kann jetzt nicht nur seine Minister oder Ministranten suchen, wie er sie braucht, die sehr loyal sind, sondern auch die Joint Chiefs of Staff, die höhere Militär feuern. Das heißt, dann haben wir keine Erwachsenen mehr, die uns vor Schlimmerem bewahren. Abschaffung der Demokratie, dann hoffe ich, dass Sie recht behalten. Ein ernsthaftes Risiko. Sehen Sie auch so? Ich glaube, dass der Kompromiss die Bündnisfähigkeit und auch die Bündnistreue nicht in der DNA von Donald Trump verankert sind. Ich glaube, dass Donald Trump, weil Sie gesagt haben, man muss ihn wegziehen, Donald Trump liest nur die Dokumente, wo POTUS fett gedruckt ist und sehr oft vorkommt. Das ist so. Der Mann ist in sich nicht ruhend, sondern Donald Trump ist die USA, so versteht er sich. Und er beginnt schon, über die Medienattacken müssen wir nicht reden, die sind weltweit der Fall. Jetzt geht's los gegen die Juristerei. Sie glauben, er hat vor, die Demokratie einzuschränken? Nicht abschaffen, wie Sie es sagen. Er will sie einschränken und definitiv mit noch mehr Donald Trump ersetzen. Je ein Satz, ja, nein. Ich glaube, er wird versuchen, mehr Macht zu haben. Ich halte die Demokratie in den USA für robust. Die ist schon viel länger in der Erprobung und im Echtzeitbetrieb als zum Beispiel in Deutschland. Und ich denke, dass sich sozusagen die amerikanische Gesellschaft eine wirkliche Entmachtung nicht gefallen lassen wird. Ich mache mir persönlich mehr Sorgen über die Entwicklung der Demokratie in Europa und zum Teil in der Europäischen Union. Oder wenn ich sehe, was in Deutschland passiert mit neuen Gesetzen. Donald Trump wird der Präsident, wenn es dann noch einmal wird, von einem Land, das eine der stabilsten Demokratien der Menschheitsgeschichte ist. Ich glaube, man darf das sagen, bei allen Unzulänglichkeiten. Ich teile auch die These vom Wirtschaftskrieg gegen Europa, der jetzt geführt wird. Aber Amerika ist noch nicht verloren. Und wenn Trump kommt, gibt ihm eine Chance. Die Frage war, ob er die Demokratie einschränken kann. Ich habe verstanden, jetzt nicht, selbst wenn er wollte, könnte er nicht. Das ist, glaube ich, Ihre These. Ab dem 6. November werden wir mehr dazu wissen. Für heute, Frau Herrmann und meine Herren, danke ich Ihnen sehr für dieses Gespräch. Und ich hoffe, dass wir uns am nächsten Donnerstag wiedersehen beim Talk im Hangar 7.